Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Update. Und ja, das erste Update ist, ich habe wieder den Sendeplan ein bisschen aktualisiert. Und zwar ist jetzt Diablo 3 abgeschlossen. Das haben wir gestern, also Samstag, haben wir das beendet. Haben den Endboss schönes Finale gehauen. Schöne Bossfight, solltet ihr euch mal angucken. Ja, als nächstes haben wir das Let's Update. Da bedanke ich mich nochmal ganz herzlich an euch für das tüchtige Feedback von euch. Und ja, wenn was zu berichten gibt, dann kommt das immer sonntags. Also so, ich denke mal in so 1 bis 3 Wochen Abständen sowas. Also mal gucken, vielleicht kommt es auch jede Woche. Dann ist es halt immer so ein kürzeres Video wie heute, aber na gut. Gut, dann wollen wir weitermachen mit der nächsten. Und zwar Diablo 3 Reaper of Souls startet jetzt am Dienstag, den 19.8. Da kommen wieder regelmäßig Folgen Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Und ja, das war erstmal mit dem Sendeplan. Wir haben jetzt nichts mehr auf der Warteliste. Was noch wäre mit dem Minecraft-Projekt. Aber wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann link ich schon mal unten in der Beschreibung. Und ja, dazu kommen wir jetzt nochmal mit dem Minecraft-Projekt. Und zwar ins Forum wieder, Forum-Übersicht, dann Bewerbung Projekte, dann Bewerbung für Minecraft Multiprojekte, da auch nochmal. Und zwar gibt es ein großes Voting, da kann jeder mitmachen, das ist unverbindlich. Und zwar, wie ihr schon bestimmt schon mitbekommen habt, will ich ein Multiplayer Projekt, das wäre dann mal ganz kurz angeschnitten. Und zwar machen wir so zwei Teams. Geplant ist 5 gegen 5. Und da will ich mit. Da soll jeder entscheiden, was für ein Mod in dem Projekt haben werden. Und das könnt ihr hier tun. Und zwar habe ich hier unten die ganzen aufgelistet. Also Punkt 1 wäre dann zum Beispiel von den AD-Launcher. Da gibt es dann sozusagen mehrere Mods von denen. Und dann haben wir hier zwei. Sozusagen so Classic. Ja. Irgendwie sowas. Ja, habe ich auch irgendwie gefunden. Minecraft Bucket. Dann gibt es noch Minecraft Feed the Beast. Die haben dann mehrere. Sozusagen so Maps und Mods. Das habe ich auch alles hier mal aufgelistet. Dann Technik-Plattform, da gibt es dann auch wieder ganz viele davon. Dann das Vanilla könnt ihr auch wählen. Oder das Void Launcher, da gibt es dann auch verschiedene. Vielleicht kennt ihr Crazy Craft oder sowas, oder Jurassic Craft oder sowas. Ja, das sind schon bekannt. Und als letztes haben wir Canary Mod. Das könnt ihr auch noch voten. Und zwar läuft es so ab. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier, was nehmen wir mal, T-Shirt 2, dann müsst ihr noch gucken, welche Kategorie das ist, Feed to Beast, dann könnt ihr Feed to Beast, aber wenn ihr dann nicht so entscheiden könnt, so wie ich auch, wollt aber von den Technik-Launcher noch was gerne haben, also ihr wisst dann Technik-Launcher oder das, dann könnt ihr das ja auch hier machen. Und ihr könnt auch umentscheiden, wenn ihr vielleicht was, bisschen mehr darüber informiert habt, dann könnt ihr auch natürlich auch nochmal hier ändern. Das ist erstmal dazu. Gut, das ist, das Voting ist erstmal sozusagen mein Augenmerkmal, weil das überwache ich schon die ganze Zeit schon, ob schon was getan habe. Da bitte ich euch einfach mal mitzuvoten, was ihr gerne sehen möchtet, welche Mod wir haben oder welche Map wir machen wollen.
Und ja, da könnt ihr dann mitmachen. Das war's eigentlich auch schon. Einige haben schon ein paar Posts gefragt, ob ich auf der Gamescom sein werde. Nein, bin ich nicht. War ich auch nicht. Ich gehe erst nächstes Jahr hin. Ja, vielleicht sehen wir uns da dann. Video Day hat auch einer mal gefragt. Und zwar, nein, Video Day war ich jetzt auch nicht. Diese viele Getummel und sowas. Nee, das liegt mir nicht so. Vielleicht, aber vielleicht in ein, zwei Jahren, vielleicht bin ich da auch vertreten. Mal schauen. Das wäre auch so ein kleines Wunschding. Vielleicht, ja, ist es vielleicht doch was für mich. Ne? Okay, dann war es erst das erstmal. Und würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.